Wir sind zutiefst betroffen angesichts des Angriffs Russland auf die Ukraine. Was wir aktuell erleben müssen, ist ein Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf die demokratische Ordnung. Aus den Nachrichten erfahren wir, dass die russische Armee Wohnhäuser und zivile Infrastruktur bombardieren. 2 Millionen Menschen sind auf der Flucht, überwiegend Frauen und Kinder. Männer zwischen 18 und 60 Jahren müssen in den Krieg ziehen. Das Leid, die Ungerechtigkeit und der Schmerz geht uns allen sehr nah. Unsere ganze Solidarität und unser Mitgefühl gilt den Menschen der Ukraine. Dafür möchten wir ein Zeichen setzen. Gemeinsam mit der Realschule bilden wir eine Menschenkette. Wir von der Heinrich-Stark-Realschule schweigen nicht und ihr solltet es erst recht nicht. Wir sind für den Frieden und auf keinen Fall für Krieg. Das können wir aber alle nur erreichen, wenn wir zusammenhalten und für den Frieden aufstehen. Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule ist in besonderer Weise daran interessiert, sich gegen den Ukraine-Konflikt zu stellen, da wir gemäß unserem Motto Schule für Courage nicht alles sang- und klanglos hinnehmen, sondern Handlungen, Aussagen und Medienauftritte hinterfragen und hierzu unsere Meinung kundtun. Unsere heterogene und vielfältige Schülerschaft zeigt, dass ein respektvolles Miteinander und unterschiedliche Kulturen und Denkansätze sehr bereichernd sein können und den eigenen Horizont erweitern. Was uns äußerst betroffen macht angesichts des Leids der ukrainischen Bevölkerung, dass demokratische Grundsätze und ein friedvolles Miteinander mit Füßen getreten werden. Mit der Umstrukturierung der Sporthalle an unserer Schule in eine Erstaufnahmestelle von geflüchteten ukrainischen Mitbürgern können wir immerhin einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten. Wir stellen uns solidarisch hinter das ukrainische Volk und versuchen Zuversicht zu wahren und demokratische Grundsätze siegen zu lassen. Und Toleranz auf der ganzen Welt. Jeder von uns trägt die Verantwortung dafür und jeder kann etwas dazu beitragen, dass die Welt besser wird.